Hallöchen, meine lieben Zuschauer, und willkommen zu einem neueren Infovideo von eurer Miyuki, die sich gerade hier hinter der Kamera in abschwitzt, weil wir hier, ich weiß nicht, gefühlte 35 Grad im Zimmer haben vom PC, wo ich das jetzt hier aufnehme. Und ich wirklich heute Mittag bei der knallen Hitze hier nicht mal ein Video drehen wollte, geschweige denn daran gedacht habe. Aber da es jetzt wieder so eine längere Pause gab, wollte ich trotzdem mal kurz hier alles sagen, weil ich mich auch mental und emotional dazu in der Lage sehe. Denn letzte Woche ist einiges passiert. Es gibt ja den Spruch, eigentlich passiert nichts und wenn es mal kommt, kommt alles zusammen, ne, wenn man mich damit rechnet. Und genau das ist mal wieder eingetreten, zumal ich letzte Woche einen kleineren, in Anführungsstrichen, Verkehrsunfall hatte. Da ist mir nämlich einer entgegengekommen in eine Kurve auf dem Land und hat mir die Fahrbahn genommen und ich musste ausweichen und bin volle Kanne dann auf dem Bauernfeld drauf, wo ich aber richtig Glück hatte, dass da nämlich kein Baum oder sonstiges war, was mich dann behindert hätte. Und ich hatte nur eine Verspannung oder Entzündung, sprich halt sowas im Gelenk, sprich Schulter und Nacken. Da war aber alles okay. Und der Auto hat nur ein paar Kratzer. Wirklich großes Glück. Aber an dem Tag auch noch ist dann meine Twinkie verstorben. Und das war dann auch wieder was, wo ich sage, wenn es kommt, kommt alles, wie gesagt, auf einmal. Und das war auch holla die Waldfee. Das war nicht einfach, weil das noch an dem Abend, mir ging es richtig schnell, ich war noch im Krankenhaus gewesen. Und dann gucke ich ins Gehege gegen Abend, weil die Tiere sind ja dann auch eigentlich ab wann wach, wenn man das weiß, immer in den Abendstunden. Aber ja, dann ist es passiert. Ich sah sie da und sie lag halt tot dort. Ich vermute mal, dass sie natürlich einen Tod gestorben ist, aber wie es so ist, wenn man, auch wenn ich gesagt habe, ich realisiere jetzt, dass sie oder darf sterben, hätte können, jetzt ist sie ja gestorben, ist es trotzdem halt wie ein Schlag ins Gesicht und man ist mega traurig. Und ich war ja dann noch total fertig von dem Unfall und ich war ja noch am gleichen Tag unter Schock und dann wollte ich auch noch andere Videos eigentlich in der Zeit bearbeiten, konnte aber nicht vom PC, weil mir eben halt der Nacken, sprich Schulter, also extrem wehtat. Und es war einfach nur wirklich, 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 naja, nicht so toll. Vor allem, wenn dann wieder ganz, ganz tolle Fans andauernd schreiben, was los ist, weil sie nicht wissen. Dann habe ich aber in Facebook was gepostet, weil ich mich eigentlich erst selber ein bisschen mit Twinkies Tod, sprich Ableben, anfreunden, sprich halt darüber in der Lage sah zu sprechen, weil es ist ja auch immer was, wenn ich darüber eigentlich hier im Freien, in der Öffentlichkeit drüber sprechen kann. Aber ja, sie ist eben halt dann auch gestorben. Und ich habe auch versucht, die Tage dann ein Abschiedsvideo zu machen, aber es ging überhaupt nicht, weil ich musste sie dann ja auch noch begraben zu Zelda, Hachiko, Ciri und Khaleesi. Und das ist dann auch immer ein Schritt, den man als Hamsterhalter, sprich Haustierhalter, ne, ich denke auch, dass ich mal so ein Trauerbewältigungsvideo mal mache, so wie ich das mache. Aber nun ja, deswegen ist es alles ein bisschen in die Ferne gerückt. Ich hoffe, das wird für euch aber jetzt nichtsdestotrotz nichts daran ändern. Ich weiß, es ist eine traurige Nachricht, aber wie gesagt, ich habe Twinkies Tod jetzt versucht zu verarbeiten. Deswegen heule ich jetzt hier nicht oder bin sehr traurig wie ihr, wenn ihr das jetzt erfährt. Und mir selber geht es jetzt auch nach dem Unfall, in Anführungsstrichen, viel besser. Sprich, also ich habe das auch alles verarbeitet, deswegen war auch so lange Pause und deswegen mache ich dieses Infovideo. Des Weiteren ist ja aber währenddessen auch noch das gewesen, dass ich aber nicht so viel Zeit hatte, das zu verarbeiten, da ich nämlich auch noch einen weiteren Hamster, nicht hier bei mir, sondern auch mit meiner Freundin der Ami aufgenommen habe. Und währenddessen, wie gesagt, das Namensvoting ja noch lief, das wird jetzt einige Tage in der Auswertung sein. Ich werde das dann hier bekannt geben, weil ihr durftet ja den Namen dann ausvoten. Und das wird dann noch auch gemacht und den Vlog von der Messe, den werde ich dann auch noch filmen, sprich halt hier bearbeiten, weil dazu bin ich auch nicht gekommen, weil wie gesagt, ich konnte nicht am PC sitzen oder sonst was und die Temperatur hat es ja nicht hergegeben und man wollte sich erstmal ein bisschen distanzieren, um es zu verarbeiten. Also ich denke mal, wenn man merkt, dass ich wirklich inaktiv bin, dann hat das etwas damit zu tun, dass ein kleiner Vierbeiner von mir nicht mehr ist oder ob ich dann jegliche Trauer eben halt da überwältige. Und ich hoffe, dass ich da auch euer Verständnis einfach finde. Ja, sonst auf meinem Kanal geht es jetzt wie gewohnt zu. Ich plane in dieser Woche, ich hoffe, ich schaffe das auch noch mit dem Hochladen, Tauschpakete mit euch zu machen. Also sprich, dass die Zuschauer dann ein Tauschpaket wieder hier mit mir gewinnen können. Das möchte ich gerne machen und dann eventuell, je nach Hitzebeständigkeit, wollte ich auch mal wieder tolle Trickvideos mit Ara drehen, weil ich mal ein großes drehen wollte, aber ich weiß nicht, ob es funktioniert, weil bei der Hitze kriegt man ja gar nichts und es soll ja auch einiges noch an Gewitter und ich habe neue Sachen gekauft. Und jetzt will ich auch noch so viel mit dem neuen Hamster machen. Ihr wisst auch, um welchen es sich da handelt. Ist ja nicht bei mir, wie gesagt, ist bei der Army, aber dazu gibt es auch noch mal ein extra Video. Nur
wie gesagt, bei mir mit Thema Hamster, ob ich mir einen neuen hole, weil das haben mich auch schon ein paar Leute gefragt, als ich das in Facebook gepostet habe, dass ein Tierchen von mir hier leider nicht mehr ist. Muss ich euch sagen, dass ich erstmal sehr zur Ruhe kommen muss und dass dann irgendwann vielleicht mein neues Tierchen hier einziehen könnte, sprich halt Hamster, weil der Darf ist auch nicht mehr der Jüngste. Und ich warte da erstmal ab und ich denke mal, dass ich mit zwei Hamster, sprich einen Zwerghamster, Darfhamster, von dem wir dann auch mehrere Videos jetzt mal kommen, und Trico, meiner Goldhamster, da erstmal ausgelastet bin und ich das auch schön ruhen lasse, ne? Es kommen ja immer noch weitere Videos und Ami hat da jetzt auch noch Namenlos und den anderen Hamster. Und das ist übrigens Zwerghamster, das werdet ihr ja auch noch sehen und noch informiert sein. Also das war's jetzt von mir. Hat doch ein bisschen jetzt geschlaucht, das Video, aber tut mir leid, es gab so viel zu erzählen und ich bin auch echt fertig, weil ich hier wie ein Wasserfall schwitze auf der Stirn, weil es wirklich extrem warm ist. Aber trotzdem, ich werde das jetzt mal bearbeiten. Ich hoffe, das Video kommt dann noch. Wie gesagt, Twinkies Abschiedsvideo, boah, es ist mir so schwer gefallen, aber die verdient halt auch was, mein tollwütiges Toastbrot. Und ja, danke fürs Zuschauen. Bleibt weiterhin aktuell. Ich poste jetzt wieder regelmäßig auf Instagram und Facebook was, auch recht wegen dem Namen von Namenlos. Danke für eure Treue und für die vielen Abonnenten jetzt auch. Ich werde wieder aktiver hier sein und freue mich trotzdem auch mit euch, auch diese Zeiten der Trauer zu überwältigen und sie gemeinsam durchstreiten. Deswegen fühlt euch von mir gedrückt. Ganz viele neue Videos werden jetzt kommen. Ich bleibe wieder aktuell, aber wie gesagt, der Ausfall jetzt mit der Woche und wie auch nichts, wisst ihr jetzt, was passiert ist. Ich drücke euch ganz doll von eurer Miyuki. Wir sehen uns einfach im nächsten Video dann wieder und schaut mal bei Facebook und Instagram vorbei. Tschüss!